Das 13. Kapitel der Cell-Saga im 13. Part dieses Re-Let's Plays. Willkommen zurück hier bei Dragon Ball Z Burst Limit des Re-Let's Plays. Ja, jenseits von Super Saiyajin, wir erfahren wieder mal Cell und zwar gegen Trunks ist mal, natürlich, dass sein Papa rächen will, ganz klar, also sprich Vegeta rächen will. Mal gucken, ob Trunks, ob er auch natürlich die notwendige Erfahrung hat, um mit so einem Gegner wie Cell fertig zu werden. Denn wir wissen ja alle, Kraft und Zorn ist zwar gut, vor allem wenn es ein Saiyajin kann sich schaden, aber das alleine macht noch keinen Sieger. Könnte spannend werden, okay, wenn wir gleich den Gewicht gerade sehen. Also kommt es wirklich nur darauf an, wer der Stärkere ist. Oh. Man's kann mir haben, sieht zwar geil aus und so, bringt um die Situation nicht gerade viel. Timing ist alles! Und Trunks auf dem Artwork da rechts oben stimmt nicht ganz mit dem richtigen Trunks überein. Aber gut, wow! Und wenn er am Boden unterliegt, war dann in den großen Porten. Mann, ey! Scheiß Kamehameha, ey! Das ist so lange braucht. Okay, mache Kamehameha war gestern. Der Schild tut's auch. Wieso liegt die nicht mehr richtig? Oh, Cell hinter dir! Hinter dir, Cell! Alter! No. Und da fegt sie ihn erstmal. Wow! Jetzt bin ich noch abgefangen. Wohin? Mann! Alter! Mach ein bisschen mehr Platz! Cell, geh mal zurück! So machen wir das. Nein! Mann, ich kann es nicht mehr lassen. Ich will was kann man mehr machen, aber bringt mir gar nichts. Oh, ist klar. Nein! Cell, was machst du? Mann, ey, was eine Pfeife. So, man nimmt noch einen richtigen Zeitpunkt für seinen weiteren Ultimate Flash. Das weiß ich auch nicht, aber irgendwie... Dafür, dass er gerade auf Schwertzocke hat, Schwanz und ziemlich löchrige Verteidigung. Und so ist es gleich wie vorhin. Weil du zwar Power hast, aber es alleine genügt nicht. Hallo? Und schon so. Das. Oh, Alter, was mit dieser Stange los? Da miteinander L2 gedrückt, einmal funktioniert's. Hallo, wir verarschen. Trunks hat zwar Power, aber ist eben ein bisschen langsam der Gute. So, da muss es noch sein. Das war einfach nötig, Mann. なくなった。殺せ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空様は貴様を倒すために修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空様なら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。
では武道大会を開いてやる。武道大会？大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。何？いい退屈しのぎができそうだ。Ja, die zahlen ein paar Menschen noch, wa? Oh Mann, hey, der will alles totschlagen, dieser Penner. Und einmal Rang Z, hey, schon wieder. Tja, Kapitel Piccolo gegen Piccolo. Das Training halt, wa? Die Selbstspiele beginnen, okay. Das heißt, sind alles gut, aber können bereits im nächsten Part wohl mit Son Gohans wahrer Kraft rechnen. Okay, Selbstspiel beginnen, wir müssen ja früh. Das war 13, genau. Gut, gut. Aber hier weiter. Piccolo gegen Piccolo. Piccolo trainiert gegen seine eigene Kopie. Kann dann nicht mehr neue Kräfte erlernen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Weil ganz eine Kopie kann nicht stärker sein als du selbst, wenn du sie selber stellst. Die kann nur halb so stark sein. Also von dem her. Was er daraus lernen soll. Ist mir irgendwie ein Rätsel. Ja, wir machen doch schon. Wow. Und immer schön in die Fresse mit dem Schlangenarm, Bubu. Wir müssen zurückgehen. Kami Power, oder? Oder was soll sonst sein? Keine Ahnung. Mann, ey! Piccolo, was sind das für Moves? Verdammt nochmal! Wer war der Move? Okay, der Gottform hat den Move auch noch drauf, war nicht schlecht. Mann, der. Ja, da trifft aber auch nie, ey. Das macht echt übelst den Schaden. Mann! Gute Verteidigung muss man zugeben. Oh, oh, oh. Mann! Ich bin mir hier gerade ein bisschen verarscht. Aber echt mal! Mann! Es trifft nichts! So, jetzt aber. Wow! Nee, man klingt, ey. So, komm schon, komm schon. Sag mal! Wieso geht's nicht? Es geht nicht. Na ja, gut, geht sowieso nicht mehr. Ne, vorhin war es so über der Teleportieren, wollte ich einen Zwingspiel ansetzen, aber auch nicht. Obwohl ich noch genug Energie hatte. Mann, Piccolo! Und immer schön in die Fresse. Wow! Mann! Jetzt reißt aber langsam hier. Ey, endgültig! Machen wir Finish, ja? Ja, genau. Man hat so nicht verstanden, was ich gesagt habe, Piccolo. Aber ich stimme dir in allem zu! Denn Piccolo Gott ist der Stärkste, der Hellste, der Klügste und. Naja, was auch immer. Der Kampf gegen sich selbst. Sieger. Ich? Hm.
Mann, ey, Alter, beruhigt doch mal ein bisschen. Wieso rast niemand gleich so aus? Nehmen wir noch Rang S, war geht ja auch noch. Tja, von der Exzang geht weiter hier, war mit Kapitel 15 die Cell-Spiele beginnen. Son Goku gegen Cell. Oh, das wird episch. Also hoffe zumindest. Das Ziel ist, der Kampf soll richtig schön episch werden zwischen diesen beiden Giganten. いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。 Ja, denke ich auch. Wir haben genug, ist eine Schlange. Wir stehen richtig in die Fresse. Genauso wie es sein soll. Alter, mehr Energie als wir. Noch kein Gegentreffer bis jetzt. Wie lange hält das wohl noch? Alter, kein Schaden bis jetzt! Wollte kein Schaden, ey. Aber ziemlich zirbelt, so kein Schaden! Autsch! Voll ihm angrubend. Jetzt dreht er aber auf! Mann, Goku will sich gar nicht teleportieren. Ey, Alter, ist langsam gut hier, ja? Siehst du, kann ich auch. Mann, Goku, nicht jetzt, nicht jetzt. Falscher Zeitpunkt. Mann, Alter, ist das scheiße. Goku, Goku, du machst ja Bauchschmerzen. Was? Wurde getroffen? Kaum was abgezogen. So, ihr versteht schon meine Taktik, weil ich immer ein bisschen auf Rückstoßeffekt. Wenn Angler ankommt, dann kommt euch. Ja, das ist eine schlechte Idee. Oh, vielleicht auch eine schlechte Idee. Oh nein, ich auch! Nein! Nein! Hä? Hab ich wieder gemacht? So, das könnte noch lustig werden! Nein! Alter, ich bin teleportiert! Ich wollte es! So, jetzt aber. Manchmal klappt es mal wieder nichts. Ah, wir haben es geschafft, Alter! Das war richtig knapp! Aber der Richtige hat gewonnen! Der Held, der Helden! Meta!
Das erste Mal in seinem Leben, dass er aufgibt und er schickt seinen eigenen Sohn in den Tod. Nee, natürlich nicht in den Tod, aber halt ins Rennen. Hoffnung auf den Jungen. Ja, danke schön auch. Alter, was soll das? Hoffnung auf den Jungen, Kapitel 16. Ja, wir sind zeitmäßig aus, noch 4 Minuten, okay. Cell gegen Son Gohan. Son Gohan gibt auf und schickt Son Gohan. Aber ist Son Gohan wirklich stärker als Son Goku? Theoretisch schon, aber deswegen hat es in dieser Form auch schon geklappt. Schwierig zu sagen, vor allem wieso mit Cell. Man will mit Son Gohan fighten, voll fies. Ach, egal, man schon hinkriegen. Wow, ist ja bisschen so furchterregend. Ja, aber dann kann er sich, das muss man ihm lassen. Immerhin haben wir mehr Energie als Son Gohan. Ist zwar ein bisschen fies, aber naja. Ist klar, Seren sein eigenes Verderben. Ja, komm nur. Na. Siehst du so? Oh, verdammt. Das hat richtig gemacht, natürlich auch falsch gemacht. Oh, verdammt. Mann, Cell. Immer das Timing war, immer so eine Frage. Treffen überhaupt? Treffen sogar, cool. Klar gibt's den. Ich bin der Böse, du bist der Gute, also bist du ein Saiyajin. Du musst kämpfen! Oder will er nicht mehr? Boom! Komm, Gohan! Klappt schon wieder nicht! Wieso klappt der Scheiß denn nicht? Oh, verdammt, alles nicht. Das ist nicht Joystick drehen, sondern Knöpfe drücken! Mann! Ja, falsches Spiel, sorry! Bin noch ein bisschen zu sehr in. Du kannst ja in der G-Serie drin, da war es nämlich mit Knöpfen drehen. Also sprich, Watching Blade 2 vor allem. Okay, dann mehr abziehen müssen, mal besser treffen. Mann, ey! Dieser kleine Nahau. Wow! Jetzt schon wieder, ey. Der wird wohl gerne, war der kleine Mann? Eine coole Kombination. Erst werfen, dann direkt die Energiebarriere. Okay, schon wieder. Ist klar! Alter, wieso kann ich plötzlich die Richtung wechseln? Ey, da ist voll gemein! Und dann so ausweilen, sonst klappt es auch immer. Ey, ich hab das schon mal gemacht, ja, hat auch geklappt damals. Ja, sorry, aber der war voll gemein. Da kann ich nichts für, Alter, hätte ausweilen sollen, dann Dragon Sprint wäre Gohan down gewesen. Natürlich nicht, nee, da kann ich auch umdrehen. Also das war gemein vom Spiegel selbst, also nee, da geht so nichts.
Ja, also weiß, wie es geht. Nächster Part dann Kapitel 16 und noch Kapitel 17. Sprich, wir werden Gohans wahre Macht erleben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Burst Limit, dem Real Let's Play. Ciao zusammen.